Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Und anscheinend geht's direkt super Action geladen weiter. Ding! Oh, voilà. Hoi, hoi, hoi. Hallo, hallo. Tipp mal. Wo ist das hin? Das weiß ich nicht. Oh, moin. Okay. Das ist wieder alles super nett. Hallo. Chip mal bitte. Wie läufst du rum, den Teufel? Moin, oha. Okay. Was kann das Schild denn jetzt dafür? Hallo. Das hätte man, die Buchstaben hätte man vertauschen können, anderes Wort ausmachen können. Okay. Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt den Fink. Das Büro. Okay. Wenn der Aufzug noch funktioniert, ey, weil die sind ja alle bekloppt zu schießen, einfach alles, die Vollidioten. Tjo, und hinaus. Na, Elisabeth, öfter hier im Fahrstuhl? Du, dein Ärmel ist zerrissen. Es wird emotional von der Musik, aber es passiert nichts Emotionales. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Telefon. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Naja, also eine Lügnerin. Was soll denn das jetzt werden? Hallo? Ich dachte, ich bin euer Held, Alter. Na gut, dann werden wir mal Fitzroy auch töten, oder? Wenn die jetzt schon der Meinung ist, dass ich hier den Tod verdient habe, weil sie mir das Luftschiff nicht hier rausdrücken will. Blöde Schlange. Okay, die sind nicht in Betrieb. Oh, guck mal, da versteckt sie auch noch was. Gut, Strafe muss sein. 30% Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht. Ach so, okay. So, Mission. Eigentlich. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich ist es idiotisch, Geld für Munition auszugeben. Weil. Ja. Wir das immer. Von Elisabeth bekommen. Bitte sehr. Dankeschön. Genauso wie Geld. Oh, da ist auch noch einer. Oh. Das ist jetzt ein bisschen doof. Burst Gun. Was ist denn an der Burst Gun? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Natürlich. Die Waffe, die ich habe, die ist jetzt da nicht dabei. Ja, ich matze. Also nicht für die Preisklasse. Die ich hier zur Verfügung habe. Fink ist wahrscheinlich tot. Oha. Das waren jetzt ein paar Lockpicks.
Oh. Tentakel-Power. Lecker. Wir haben die Rapture Craft. Press to wash away your enemies. Hold to grab enemies and release to reel them in for punishment. Hm. Ich war halt irgendwie nicht so cool synchronisiert von der englischen geilen Stimme. Also die anderen waren besser synchronisiert. Oh, ein Uhrenturm. Ich glaube, der Typ steht auf Uhren. Was? Nein! Aufhören! Nein! Oh. Du bist ein Hochstapler. Feuerman, da drüben! Feuerman. Moin. Moin. Uiuiui. Einfach vor mir explodiert, ey. Mann, ich bin gerade. Achso, ich hab gar keinen. Achso. Dankeschön. Du brauchst irgendwie doch mehr Energie als gedacht. Okay, okay. Chill mal. Mann, hallo. Darf ich vielleicht hier mal meine Waffe nachladen? Aua. Okay, danke, danke. Ja, chill mal, komm auch da jetzt. Ja, okay. Handyman auch noch. Oh ja, moin. Alter, hallo. Oh. Was ist das? Gut, Munitionskapazität beim Schießen haben. Leere Clips, eine 50% Chance auf automatische Füllung ohne nachzuladen. Oh. That's very nice. Kopf, ey. Oh, oh, Entschuldigung. Ich hab fast auf Elisabeth geschossen. Boom. Bam. Dankeschön. Mann. Hört mal auf zu nerven jetzt. Okay. Nein, nein, nein! Sie bringt das Kind um. Booker, wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein. Komm, Booker, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Welches Fenster? Hier. Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Elizabeth, first kill! Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Wow, wow, hey, hey, sachte. Sehr gut. Pistole nehmen. Achso, nee, den Schmutz will ich nicht. Wo ist sie jetzt eigentlich hin? Oh. Gesundheit. Okay. Die kriegen die Kleine nicht. Egal, wer sie sind.
Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna. Anna. Es tut mir leid. Ach, das waren also die Sterbemomente von Booker. Ja, ja. Wo rennt sie denn hin? Achso, zum Luftschiff. Komme, ich komme. Oh. Erstmal schön hier Sachen reingelootet, ey. Die können wir irgendwie brauchen. Was ist denn hier mit meiner Couch passiert? Mein Gott. Ich habe doch schon 3000 Mal gesagt, dass hier nicht Leute hingesetzt werden sollen, die Dünches haben. Genau deswegen. Ich kenne das. Hallo, lass mich rein. Elizabeth. Okay. Dann halt nicht. Oh. Elizabeth. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Oh oh. Nein, 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 nein! Oh, Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Es wird irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen! Elizabeth! Okay. Ja, ja, wir werden ein bisschen rumgeschleudert und so. Ist ganz normal. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Okay. Nein. Doch, nein. Doch. Versuch's noch. Okay, warte. Bitte sehr. Booker, wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das eben. Nein, Booker, das schnell. Ist es bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Yeah. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuchst du. Gut. Warum müssen wir sie stoppen? Aufhören! Na also. Nein. Jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Ja, ja, zeig mal her. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Der Gesichtsausdruck, ey. Na gut. Booker. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Alle auf der Flucht und das wegen der Vox, wo sie übertrieben haben. Lass mal da hoch. Ich will bloß weg hier. Ich hab nichts. Boom. Ich brauche nicht davonlaufen. Ich bleib einfach stehen und schieße. Boom. Boom. Boom.
noch nicht. Ich habe was für dich. Los, mach. Bitte sehr. Okay. Alter, die Typen halten auch so viel aus, aber warum? Die sind ja nichts Besonderes oder so. So, so. Hier, bitte. Danke dir. So. Was der Lachen? Geht klar. Ach so, für Elektro. Ich dachte gerade, hey, wozu brauche ich denn das? Kriegst du das auf? Bin dabei. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. Ein Geschöpf, sagt sie. Okay. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Sind das die Haare oder was? Und seit wann haben sie die Frisur von Fink dahin genagelt? Der war doch gerade eben noch neben uns. Wer ist das? Irgendwelche wichtigen Leute? Wahrscheinlich nicht. So, geht's rechts weiter oder links? Weil hier ist, hier drei. Ich bräuchte hier Hilfe. Sieht einfach aus. Ja, dann zeig mal, wie einfach das ist. Bitte schön. Okay. Glaubt ihr schon. Aber wenn ich hier Pick brauche, dann kriegen wir hier irgendwas Interessantes oder gut? Alkohol. Und Tippen, glaube ich, war das. Oh. Ganz ehrlich, man zahlt immer so viel für so einen scheiß Tresor und dann kriegt man gar nichts. Dann zahlt man drei und dann kriegt man eins. So, sehr schön. Veni, veni, vego. Ladung. Nee. Das Zeug will ich nicht. Brauchen wir Geld? Aber immer. Dankeschön. Ich will Waffenverbesserungen. Ah, die kriege ich ja irgendwie nicht. War ein Stroh. Von da kam ich. Ach, stimmt, das ist ja die Figur von Comstock. Das habe ich vorher gar nicht bemerkt. Ja gut, ich bin manchmal ein bisschen blind. Ich achte ja nicht auf alles. Übrigens bin ich heute Starfield. Ich habe da übel Bock drauf. Oh! Welche Leiche wollten die da jetzt rumschieben? Wieder von. Die haben auch das Auge von dem rausgeballert. Oder die halbe Kopfseite. Das hier, diese Zeichnung, wie hieß es nochmal? Das erinnert mich an so eine YouTube-Serie. Haspin Hotel oder wie, irgendwie sowas? Haspin Hotel. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Huch, da ist Blut dran. Hoppala. Was ist das so? Dann komm erstmal her. Zack. Oh, scheiße, tot. Oh, auch tot. Hier wäre ein Schloss. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Fertig. Erst machen und dann sagen. Echt jetzt? Dafür konnte ich. Ach! Da drüben sind ja auch noch welche. Hä?
Ah nee, das sind die... Hey, lol. Die anderen zwei schon wieder. Ja, okay, und wie komme ich jetzt weiter? Weil irgendwie... Hallo? Ach, jetzt so. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Weil in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Also ich weiß es. So, wir sind da. Aber ich darf noch nicht raus. Deswegen gucken wir weiter zu Elizabeth. So. Comstock House ist erfahren. Comstock House. Oh, seit wann liegt das da? So, sehr schön. Und weiter. Oh, der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Das ist Elizabeth. Ich soll nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er? Beide tot. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich habe schon wieder Unschuldige getötet. Nämlich fuck. Nee, auch wieder falsch. Ah, genau, das will ich haben. Salvengeschütz, Nachlass, Schrotflinte, Beziehungsgewehr, Revolver. Revolver Schaden. Nachlass, Tempo gleich beim Revolver besser. Oder ich nehme beides, ich habe ja das Geld. Ja, komm, egal, wir kaufen einfach alles, ist wurscht. Alles, was ich mir leisten kann. Hier, für die Kasse. Schön. Dann mal Dank. Halt, irgendwer meine Stimme. Hilf mir mal mit dem Schloss. Hier braucht man nur drei. Was ich tun kann. Es sind schlimme Zeiten und ich könnte eure Hilfe geschafft brauchen. Ich hoffe, gleich. Niemand hat mich hier vergessen. Und jetzt... Jetzt wieder Musik. Der Typ erinnert mich, also der Radiosprecher gerade, weil er so schüchtern, zurückhaltend, ängstlich war. Erinnert er mich voll an den Nachrichtensprecher aus Fallout 4, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Und jetzt ein bisschen Musik. Komm. Hallo, die schlachten ja echt alles ab, ey. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Aha. Große Gemälde, da geht's nicht weiter. Ja, wozu kann man das denn hier jetzt aufsperren? Einfach nur um... Achso. Aber doch nicht nur dafür, oder? Nein, das ist ja unnötig gewesen, hier reinzurennen. Was ist das? Was ist was? Toilette? Wie, da ist ja überall Blut. Ja gut, scheint gibt's ja... Oh, da liegt eine Kackwurst drin. Ach nee, das ist eine Kartoffel. Hätte ich es doch bloß nicht gelesen, ey, ganz ehrlich. Das war gerade noch witzig. Und jetzt, eine Kartoffel. Danke fürs Kaputtmachen meiner super tollen Vorstellungskraft. Das ist ja richtig madig jetzt.
So das. Wer versteckt sich? Wer versteckt sich? Also ich versteck mich nicht. Wo seid ihr denn? Was war das? Okay. Tanz mit dem Mann. Oh. Das Bein. Hat gerade einen Unschuldigen getötet? Oh. Oh. Oder haben die diese Person zum Tanzen? Wo ist hier denn überhaupt despawned? Lala, gerade der Hut, der ist jetzt auch despawned. Er wird für eine Sekunde gesehen. Ist doch nicht mit Absicht so, oder? Ja, ich dachte, da ist irgendwie oben was. Oder man kommt irgendwo von da hin oder so. Ach ja. Okay, ich glaube, hier gibt es soweit nichts mehr. Oh, jetzt hat einer mit Blut, ey. Es nervt mich, dass ich hier die ganze Zeit dieses Kack Pferdeding dabei habe. Oh. 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 Ich suche nach. Oh. 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 Das Ding ist, wenn ich jetzt Munition nehme, dann sehe ich nicht, wo die sind. Na egal. Vielen Dank. Was sollte das, hä? Einfach anschleichen oder was? Boom. Boom. Ja, okay, die nerven halt schon krass dort. Oh. Ach, keine Muni. Das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Oh, hier ist schon wieder so viel, wo man gucken kann. Allein da hinten, ey. Boah, Mann, ey. Das ist schon mal jetzt. Ich muss, ich kann nicht immer looten und oh. Das Lutesfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast, von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Ja, ja. Doch die Wand. Ja, es sind einfach hinrichtende, uncoole Menschen. Die sind alle unschuldig, ja. Also nicht alle, aber sehr viele davon. Normale Bürger. Kannst du das öffnen? Bin dabei. Normale Bürger und Bürger. So. Elizabeth? Fertig! Ich krieg die Kleine, was? Was willst du nur mit der Kleinen dann machen, ne, du kleiner Wichser? Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Also auf jeden Fall sehe ich, dass wir hier die ganze Zeit ganz schön viel abgeben. An Lockpicks. Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist, nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutesfeld zum Lutesriss werden, zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Naja, sie wollte unbedingt mit sich selbst befreundet sein. Sally! Der Bastard hat
hat sich reingeschlichen, als die Vox den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Man braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen, aber... Was für ein Knopf unter der Kasse? Ist aber nicht die Kasse hier gemeint. Hä? Ist da unten auch noch eine? Nee, oder? Nö. Egal. Vielleicht meint auch eine andere Kasse. Ich hab jetzt ehrlich gesagt nur mit einem Ohr zugehört und nicht mit beiden, deswegen. Den langweiligen Kampf. Ah, lebt noch einer. Ja, ich warte jetzt nicht. Ich schaue jetzt. Nee, wieder nur das. Ich will Waffen verbessern. Es gibt keine drinnen. Ach, da oben bist du. Okay. Scheint war's das. Na dann. Kein Problem. Da ist noch eine Kasse. Vielleicht ist die gemeint? Nee, da komme ich jetzt gar nicht hinter. Die ist safe nicht gemeint, alles klar. Oder die? Ah. Aber nee, anscheinend auch nicht. Naja. Dann nicht. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir an so einen Narren. Ich dachte, man kann hier nicht mehr zurück. Das könnte es sein. Was? Was könnte was sein? Hallo, wo denn? Also. Wieso warst du so scharf darauf, Schlösser und Codes zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lasse mich nicht mehr einsperren, wo... Okay. Elizabeth. Erzählt sie gar nicht mehr mit mir, okay? Ach, okay. Kein Problem. Elizabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Ja. Das ist der nächste Checkpoint hier. Okay, schon ein bisschen lang. Ach, perfekt, jetzt. Ja, sehr schön. Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss, weil ich glaube, gleich geht's direkt weiter. Und ja. Ciao, ciao.